Herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind hier bei einem weiteren Maschinisten-Level-Video. Und zwar, wir sind jetzt in dem Gebiet Judia, in der Saarlandhügel sind wir jetzt. Und dort zeige ich euch einfach, wie schnell wir hier durchraschen. Ne? Wenn ihr Fragen habt zur Klasse, wie gesagt, einfach reinschreiben. Aber wir wollen ja nur mal leveln und dann sehen wir weiter. Ich fürchte, der Wagen bewegt sich kein Stück weiter. Quest annehmen, weil wir brauchen die Kaderpunkte. Schnelles Lager. Wie gesagt, wir versuchen schnell zu leveln, damit wir dann auch mit dem Endgame reinkommen. Der Level, perfekt. Sieht so aus, als würden Sie den Eingang für mich finden. Storas, hab ein Auge auf unsere neuen Freunde. So. Oh, neue Fähigkeit. Ob ich da noch einen Punkt reinsetzen kann? Ja. Sieht gut aus. Danke. Ja, das ist ein Fremdling. Schnell! Die vom Banditenangriff zerstreuten Leute haben es noch nicht ins provisorische Lager geschafft. Ich werde mich um die Verwundeten... Wer bist du? Warum willst du uns helfen? Sag mir, warum will ein Fremdling helfen? So, super. Ein paar Buffo-Zeug. Wie gesagt, ich empfehle euch immer, die ganzen Quests mitzunehmen, weil es gibt halt einfach, klar, es dauert dann ein bisschen länger, aber ihr kriegt halt die Kaderpunkte und die Kaderpunkte könnt ihr immer gut gebrauchen, auch mit dem Twink. Ne? Weil das macht ja euch allgemein euren ganzen Charakter stärker. Und das geht ja relativ schnell. Mich erschreckt. Ich dachte, du wärst ein Bandit. Alle, die mit mir geflohen sind, sind nach Süden gegangen. Einfach alles mitnehmen hier. Gibt ja auch die Herz-Tugendpunkte und die Tugendpunkte könnt ihr dann auch gegen Rufsache eintauschen. Deswegen nehmt einfach alles mit. Ihr braucht das alles sowieso. Durchsitzen. Ah, du Affe. Ihr seht, wir kommen relativ schnell durch. Wer bist du?
Haugen will, dass ich zur Nordseite komme? Ist der verrückt? Überall sind Banditen. Bitte, beseitige sie. Ach, das ist dann so durch. Ne? Naja, müssen wir die Türme doch zurück machen. Türmchen. Ah, da. Also jetzt nicht schwer, einfach durchfahren. Die machen euch gar nichts. Und da kommen wir schon fast zum nächsten Gebiet. Das ist ein, also Salantübel ist ein großes Gebiet, gibt viele Quests, aber gibt auch gute Erfahrung. Da kann man nicht meckern. So, annehmen. Porte aktivieren. Davon werden wir ganz bestimmt nicht satt. Verkaufen, dieses Sammelzeug, das kann man ja im AHA verkaufen. Vielleicht ist es ja noch was wert, das weiß man immer nicht. Oh, hallo, ich hörte, du hast die Banditen verjagt. Danke. Neue Waffe gekriegt, sehr gut. Super, ziemlich gut. So. Willkommen. Hallo. Ich war schon früher da und habe mich umgesehen. Ich soll dir von den Morai-Ruinen erzählen? Oh, echt jetzt? Hin und her. Vielleicht kann uns dieses alte Monument ein paar Geheimnisse von Enkavia verraten. Schauen wir mal, wir müssen jetzt da runter. Alles klar. Was machen die denn da alle? Mal gerade gut reparieren. Also ich mag mein Marshall jetzt nicht. Ich bin echt gespannt, was der auf Level 50 dann alles kann, wenn die ganzen Fähigkeiten für meinen Skillungen. Ich werde ja, es gibt ja immer zwei Skillungen und eine ist halt natürlich richtig gut und die andere ist manchmal ein bisschen schwächer. Aber das werden wir euch dann noch zeigen, ja. Jetzt erstmal hochleveln und das Spiel genießen. Und das macht natürlich Spaß. Also ich finde, Lost Ark macht selbst nach den ganzen Jahren, seit ich das Spiel, ich habe es ja fast 3 Jahre auf dem russischen Server gespielt und dann jetzt ein Jahr knapp 1000 Stunden in dem europäischen Raum. Also es ist halt einfach ein schönes Spiel, da kann man echt nichts gegen sagen. So, Seitenzeichen. Na, schaffe ich es, bis du mit mir angreift? Ja. Morai, die Hauptstadt Enkavias, gelangte unter dem mächtigen König. Gehen wir noch mal Piraten zermoppeln. Okay.
Wasser blockierende Felsen ist noch da. Gut, haben wir fertig. Porten. Also wenn ihr fertig seid mit irgendwelchen Sachen, immer portet euch. Das ist am einfachsten. Dann spart man sich Zeit und besonders auch Ärger mit diesen Viechern, wenn sie einen dann nicht mehr aufsatteln lassen. Konzentriere dich auf das Mögliche. Sei und dann gehen wir da hier unser Level. Und Level up. Hast du gefunden, wonach du suchtest? Vernichtender Vernichtungsmodus haben wir schon. Der ist wirklich mega stark, ja. Kugelhagel. Nehmen wir auch mal die Punkte weg und geben den das da weiter rein. Bekäme ich doch nur. Hast du das Monument gefunden? Ah, das freut mich zu hören. Wieder die Quest annehmen. Ich zähle auf dich. Wenn unser Geschäft nicht bald wieder öffnet, wird es dieses Jahr hart. Ach, da sind wir doch hin bei das Piratennest. Nee, das Piratennest war da oben. Hier unten ist einfach nur die Banditen. Doch, hier ist auch Banditen. Gefahr. Banditennest. Ja. War doch hier. Weißwand-Banditen killen. Okay. Jawohl. Hallo. Na? Ah, ich bin an den Dingen zu tun. Das ist so geil. Das ist so ein geiler Iron Man, also ich liebe ihn einfach. So eine geile Klasse, also das, die Fähigkeiten, allein wenn du den Anzug reingehst, klar, muss ich erstmal einspielen, ne, und dann, wenn der, natürlich der Anzug dann noch auf X-End Level 50 ist, was da alles geht, mit den entsprechenden Runen, also da kannst du echt nicht meckern. Easy. Haben wir jetzt eine Schatzkarte gekriegt? Nee, aber wir haben das Neues bekommen. Schmuck. Du hast Archera besiegt. Das ist unglaublich. Fantastisch gemacht. Tut mir leid, dass ich ein bisschen skippe, aber die Videos lasse ich, aber hier die Gespräche, die werden wir öfter sehen. Und jetzt haben wir hier wieder auch wieder eine Quest bekommen. Ne, also wieder eine Schatzkarte. Und ich empfehle euch, wie gesagt, macht diese Höhlen. Das ist einfach. Das ist jetzt. Puh, ich vermute, dass es. Hier ist.
Ich vermute, die Karte ist ungefähr da. Die machen wir später. Ein Hinweis, ich wusste es. Die Monumente gehören zu den Morai-Ruinen. Das ist erst der Anfang. Kisa, der König Enkavias, spielte mit dunkler Magie, um so mächtig wie der Held Lotera zu werden. Aber Thanatos, die Kreatur, die Kisa aus der äußeren Sphäre beschwor, war... So, also das Portal machen wir später. Das machen wir erst, wenn wir das Gebiet fertig haben. Und dann gehen wir erstmal jetzt die Hauptquest weitermachen. Wir fahren auf dem Weg zum Nomaden. Revel sollte das wissen. Hier sind wir schon durch. Ah, jetzt haben wir das erste Gebiet schon vom Salentür fertig, okay. Ging ja fix. Du suchst Donner? Donner wurde von den Banditen entführt. Gehörst du zu den Banditen? Ich war mal ein Bandit und jetzt verdächtige ich andere Leute. Erstmal den Porter wieder aktivieren. Also es ist wichtig, immer den Porter zu aktivieren, damit ihr halt euch schneller fortbewegen könnt. Ne? Weil das kostet ja mittlerweile so wenig Silber, das geht ja so schnell zu sammeln. Killt ein paar Elite und dann habt ihr direkt wieder ein paar Silberteile. Also, da kann man nicht meckern. Neue Quest. Gestohlene Nahrung. Geht ja auch bestimmt schnell. So, hier die Nahrung sammeln. Haben wir schon was? Da ist eine Elite. Wie gesagt, wenn ihr Elite diese Totenköpfe seht hier, ne? Direkt hin. Ah, war schon jemand vorne da. Ne, doch nicht. Und dann Kitty. Aufpassen auf die Fähigkeiten, aber es lohnt sich immer. Diese. Drücken hier. Ah, hier ist noch was. Und fertig. Jetzt können wir dahinter. Ach, den töten wir gleich, alles klar. Knackig war auf jeden Fall, aber nicht schwer. Gerettet. Jetzt können wir uns da rüberporten oder wir gehen fahren jetzt dahin. Rein theoretisch können wir uns schneller hinporten und dann rüberfahren. Bevor die ganzen Viecher uns wieder auf den Sack gehen.
wir gerade auf dem Weg sind. Hohe Liter, sehr gut, dann mal mit. Also seht, es lohnt sich immer, die Eliten zu klatschen. Es gibt einfach so gute Belohnungen dafür. Gerade wenn ihr im kleinen Bereich seid. Klar, was wollen wir jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Das ist doch aber ja, ist klar. Hier müsst ihr aufpassen, in den Gebieten gibt es auch immer wieder solche Gebietsbosse. Bei denen da, wie Salzriese, der macht euch ordentlich Aua, deswegen macht ihn als Gruppe oder wenn ihr jetzt stärker seid. Wenn ihr aus diesem Kreis raus seid, passiert euch nichts. Ja. Dann wird der resettet. Warum sind alle so langsam? Nur zu. Oh, sieh dich um. Du bist doch. Oh. Ich habe gehört, du hilfst meinem Volk seit Saland. Ja, ich danke ja, dir von ganzem Herzen. Elite. Elite. Tut leid, wenn ich dann so süchtig an diese Eliten bin, aber die gehen halt auch, die können auch diese Rollen droppen, diese Schatzrollen, deswegen Schatzkarten. Deswegen nehme ich die gerne mit. Deswegen nehme ich die einfach zu gerne mit. Es lohnt sich immer, die mitzunehmen. Hier kommt mein Retter. Also, was bringt dich zu einer alten Frau wie mir? Sie sind nicht schwer zu finden, sie einfach genau. Noch eine Quest. Wenn ihr euch wundert, warum wir hier nichts sammeln an Mokumusam, wir sind hier schon komplett durch. Also das Gebiet ist schon komplett fertig, ne? Wir müssen hier nichts großartig mehr sammeln. Okay, die waren es nicht. Ah, er hat Salzwurmzähne. Das werden wahrscheinlich dann die Kleine sein. Dann sind sie nicht da. Wenn man sie nicht braucht, dann nervt sie. Dann sind sie doch. So. In Finsternis gehüllte vergessene Königreich zu finden. So, wir zurückporten. Ja, der Kontinent Julia ist ein bisschen, also mit dem Salzland, mit der Salandhügel, das ist auf jeden Fall ein bisschen weitreichender. Aber das Spiel kommt da schnell durch. Oh, neue Fähigkeit, pulsierender Stern. Das hört sich geil an. Was ist das? Maschinengewehr, das ist das. Befehl Blockade. Nimm mal Blockade mit. Du hast die Monumente gesehen. Das ist ja geil. Das ist cool. Also rein theoretisch, wenn ich den Schocker nehme,
den Schocker und dann das Hinterherknalle, das ist natürlich geil. Die Tore von Morai öffnen sich durch Wasser? Das Wissen der Schamanen, das über Generationen hinweg überliefert wurde, enthält bestimmt die Antwort darauf. Kampf. Die Monomade. Ja, ich erinnere mich. So, ich muss mal da so, ne? Bereit, dein Kopfmonitual zu tun. Zensierte Bereich. Bitte, höre auf die Stimme Judas. Götter, bitte wacht über die Nachkommen. Jawohl, Iron Man! Ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Na, du es aber auch gibt nicht. Kein Entkommen! Mein neues Haustier ist völlig ausgehungert. Los, vernichte sie! Hat was von Dune, ja? Oder von Dreamer? Warte! Er sieht aus wie ein Dreamer Wurm. So ein bisschen. Natürlich ignorieren, hallo? Wer so groß rumrat, der kann auch gefressen werden. Nein! Hab nicht gefressen! Wieso uncool? Leute, zurück! Diese Kreatur ist vom Bösen befleckt. Ich kümmere mich darum. Du kannst nicht vorbei! Kammergandalf. Zum Glück war der Schaden gering. Das muss schwer für sie gewesen sein.
So, haben wir Karten bekommen für das Event. Super. Ach, guter. Dank dir und dem Priester verlief das Treffen ohne Probleme. Ich werde das Regenritual vorbereiten. Danke. Ich hoffe, Donners Magie funktioniert. Wieder zurück. Also das Krasse ist hier auf europäischen Weg, die Sachen gehen so schnell, bei den Russen hat das so ewig gedauert, da musstest du wirklich, wenn es 100 stand, 100 sieht machen. Brauchbar aus. Aber das reicht nicht. Ist das so? Da du das Solarsalz mitgebracht hast, können wir mit dem Zauber beginnen. Bitte, lege das Salz auf den Altar. Schon cool aus, nice. Schau mal, es glüht. Die alte, vergessene Stadt unseres Volkes. Es war kein Mythos. Die Morai-Ruinen sind Das also bedeutet das Monument. So, das heißt für uns, wir können jetzt in die Instanz rein. Okay, alles klar. Und dann ist das Gebiet auch schon abgegrast. Schnell mal reparieren gehen. Bereit, dein Portemonnaie zu öffnen? Nö, bin ich nicht. Das ist gut. So, dann gehen wir mal zum Morai. Ich hätte eigentlich den Torter vor uns, den Reporter mir holen sollen, aber ich habe gedacht, die kommen auch so nochmal hin. Naja, das ist egal, jetzt fahren wir halt. Ihr habt den Eingang gefunden. Sehen wir mal, ob jemand zu Hause ist. Morai, wir haben es geschafft. Da rein da, ins Wasser. Na, keine falsche Scheu. So, und dann natürlich ein Schwert. Wir wollen ja Spaß haben. Könnt ihr auch mit Freunden machen oder alleine, ist egal. Wir wollen ja nur durch, wir sammeln ja jetzt nichts hier. Wir wollen ja nur fix durch. Von Regulus, des Herrn der Götter.
Damit sollten wir den Pfad erkennen können. Schnell, suchen wir in den Ruinen. Wir sollten besser aufpassen. Diese Glyphen scheinen auf Licht zu reagieren. Das Genesis-Licht kann die Dunkelheit auslöschen. Was könnte das bedeuten? Es muss einen Weg vorwärts geben. Diese Brise, sie kommt von diesen Felsen. Die Ruinen müssen dahinter sein. Ich kann einen Pfad freilegen. Verursacht. Und los geht die Action. Einfach zu viele. Ich finde einen anderen Weg. Weiter. Gib diese Fähigkeit einfach. Die Drohne ist einfach cool. Also die Drohne ist geil. Also es macht so laute. Das ist echt eine geile Klasse. Also ohne Scheiß. Die macht richtig Spaß.
Easy. Ah, beides geht nicht, okay, ich hab's gerade gesehen. Beides geht nicht. Also kannst du nicht die Drohne hinschicken und dann halt die Dreher machen. Du musst immer die Attacke durchlaufen, das sonst kann. Gut zu wissen. Stimmt. Hatte die Fähigkeit nicht? Also manchmal sind die Fähigkeiten irgendwie noch vergeben. Komisch, gerade war die Fähigkeit vergeben. Das war blöd, aber die macht trotzdem Spaß. Ja, ich will mir das unbedingt aufheben für den Zwischenboss. Da müsste ja gleich einer kommen, ne? Hier, ich glaube, da ist der Zwischenboss. Das haben sie irgendwie gepasst, oder? Hat das sonst wieder viel Schaden gemacht? Gleiches Action! Okay, warum mobbt man jetzt richtig? Easy. Oh, Klamotten. Klamotten sind immer gut. Gar nicht kämpfen, wie man da weiter. Wenn sie es vermeiden lässt, es geht schneller. Hat die Karte.
Gleich geht's los. Die ist dann wirklich relativ groß. Lieber knackig. Aber nicht knackig genug für uns. Ja, schon wieder. Bossfight! Erhebt euch! Erhebt euch, oh Herr der Dunkelheit! Verdunkelt! Stadt mit einem Wall der Ah, halt die Gusche. Und jetzt bist du richtig auf dem Weg. Wir müssen die Dunkelheit mit Licht durchdringen. Ein wenig mehr. Fast geschafft. Oh, mein Iron Man ist kaputt. Wie fies.
Reflektiere Licht auf Thanatos, indem du den Goldspiegel an einem sonnigen Fleck benutzt. Zerstöre seine dunkle Energie. Easy. Sayonara! Saftnase! Du wurdest genickt. Oder du wurdest gestarkt. Der erste Schlüssel zur Arche! Das Siegel des Schwertes! Es war die ganze Zeit hier. Gemacht. Aber nun übernehme ich das Siegel. Achtung! Den eigenen Körper als Schild nutzen, töricht. Nicht schlecht für einen Halbdämon. Aber weiter als das wirst du nicht kommen. Das Siegel des Schwertes! Ein letztes Mal! Du gibst vor, ein Mensch zu sein. Aber das ist ein wahres Ich. Das Siegel ist mein! Nur ein Delay. Kaboom. Weg sind sie. Jetzt ist es mein Siegel. Wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte. Haben wir zwar schon, aber neues Level. So. Lied der Flucht. Und dann schauen wir mal, ob wir schon ins nächste Gebiet können. Aber wahrscheinlich schon. Du siehst unverletzt aus. So.
Somit wären wir hier durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video im nächsten Gebiet in den Ozonhügel, ne? Genau, Ozonhügel. Also Leute, haut rein, ciao.